Ich habe vor, keine Ahnung, ein paar Jahren, als ich meine Tochter rumgetragen habe in der Elternzeit, immer Thilo Jung-Videos geguckt. Und Und alle alle FDP FDP und und Grünen Grünen-Menschen Menschen erzählen da immer dasselbe, nämlich Innovation und Wettbewerb, das hängt zusammen. Und manche gehen so weit und sagen, menschlicher Fortschritt ist nur möglich durch Wettbewerb. Und dann dachte ich erst so, ah, okay, klingt gut. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, kann man das beobachten? Habe festgestellt, kann man überhaupt nicht beobachten. Die verwechseln da bestimmte Sachen und so. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was da eigentlich jetzt mal dahinter steht. Und dann habe ich angefangen, mir darauf zu ziehen, was so Ökonomen immer erzählen. Und habe mir irgendwann gedacht, okay, die erzählen hier ganz schön viel Zeug, was irgendwie merkwürdig klingt, weil sie sich ständig widersprechen, beziehungsweise irgendwie Sachen sagen, die eigentlich falsifiziert sind durch unsere Beobachtung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, woran liegt das? Kann man das rausfinden? Und dann habe ich festgestellt, okay, es ist tatsächlich so, ich muss jetzt mal so ein bisschen in die Mikroökonomie reingehen und gucken, was die da machen. Und zum Glück gibt es kritische Ökonomen, die Bücher schreiben und an denen hangel ich mich jetzt lang und ziehe mir so ein bisschen Vorlesungen rein. Und dann dachte ich mir, okay, das Einzige, was was man man da eventuell können muss, ist ist Mathematik. Mathematik, Das das kann kann ich ich zum zum Glück. Glück. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es jetzt. Ne? Also ich ziehe es mir jetzt rein und mein Ziel ist am Ende das große, dicke Buch von Anwar Schaik zu verstehen. Ja, und ich habe damit angefangen, das zu lesen. Und das ist aber so heftig, weil man diese ganzen Begriffe wie Preiselastizität und alles Mögliche die ganze Zeit braucht, um zu verstehen, was er da erzählt, sodass ich dann das Buch erstmal zur Seite gelegt habe und mal das einfachere Textbuch von Steve Keen mir genommen habe und an dem hangel ich mich jetzt lang. Die Nachfragekurve, die ein einzelnes Unternehmen im perfekten Wettbewerb sieht, ist Eine eine horizontale. horizontale. Ja, Und und die die Argumentation ist, du hast richtig viele Teilnehmer im Markt, deswegen kriegt jeder nur ein kleines Scheibchen ab. Und egal wie viel er produziert, es ändert nichts am Marktpreis, deswegen ist der Marktpreis eine gegebene Konstante für jedes Unternehmen. Und das ist aber logisch inkonsistent. Zum Beispiel mit der Überlegung, wenn ich jetzt als Betrieb ein Produkt mehr herstelle, müsste ja wegen dem Gesetz der fallenden Nachfrage der Preis fallen. Egal wie klein egal wie klein der Unterschied ist, der müsste da sein. Aber in der neoklassischen Annahme, dass das eine Konstante ist, würde das natürlich nicht der Fall sein. Und es führt so oder so zu logischen Widersprüchen, wenn man das annimmt. Und Steve Keen hat halt einfach vorgerechnet, woran es liegt, dass das inkonsistent ist und hat dabei aber festgestellt, wenn man das logisch zu Ende denkt, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen einem Monopol und dem perfekten Wettbewerb. Also was du oft siehst, ist, dass Was was man man beobachten beobachten kann kann, irgendwie, irgendwie, dass sie dass sie versuchen versuchen auszuklammern, auszuklammern, dass dass es es sich sich eigentlich eigentlich permanent permanent um um Emergenz Emergenz handelt handelt und und dass dass es es sich sich um um eine eine Sozialwissenschaft Sozialwissenschaft handelt. handelt. Na, Na, also also die die Tatsache, Tatsache, dass dass sie sie in in ihre ihre Modelle Modelle sowas sowas reintun reintun wie wie jeder jeder ist ist perfekt perfekt rational, rational, also also bei bei der der österreichischen österreichischen Schule Schule ist ist das das Standard, Standard, ne? ne? Jeder Jeder ist ist perfekt perfekt rational. rational. Oder in der Neoklassik nimmt man ja zum Zum Beispiel Beispiel beim beim perfekten perfekten Wettbewerb Wettbewerb auch auch an. an. Der Der Eintritt Eintritt in in den den Markt Markt kostet kostet nichts, nichts, der der Austritt Austritt auch auch nicht nicht und und man man reagiert reagiert nicht nicht darauf, darauf, was was die die anderen anderen tun. tun. Und Und das das ist ist natürlich natürlich eine eine Einschränkung, Einschränkung, die die ist ist so so bescheuert, bescheuert, dass dass man man intuitiv intuitiv schon schon sagen sagen würde, würde, okay, okay, das das ist, ist, wenn wenn überhaupt, überhaupt, nur nur eine eine Näherung. Näherung. Aber Aber es es ist ist nicht nicht mal mal das, das, es es ist ist logisch logisch inkonsistent. inkonsistent. Das Das ist ist ja ja genau genau das das Ding. Ding. Ich Ich finde, finde, es es ist ist überhaupt überhaupt nicht nicht gut gut mathematisiert. mathematisiert. Also Also was was ich ich jetzt, jetzt, also also ich ich habe habe schon schon so so viele viele Sachen Sachen gesehen, gesehen, wo wo ich ich mir mir denke, denke, das das kann kann doch doch nicht nicht sein. sein. Das Das ist ist doch doch nicht nicht für etwas, was an der Hochschule gelehrt werden sollte. Wirklich. Also es nervt einfach. Es tut richtig weh, das zu lesen und es tut richtig weh, sich da irgendwie immer weiter reinzugehen ins Detail. Das Das fängt fängt schon schon damit damit an, an, dass dass Angebots- Angebots- und und Nachfragekurven Nachfragekurven und und viele viele von von den den Kurven, Kurven, die die in der in der Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften gemacht gemacht werden, werden, dass dass da da quasi quasi Ordinate Ordinate und und Abszisse Abszisse vertauscht vertauscht sind. sind. Intuitiv. Intuitiv. Intuitiv Intuitiv würde würde man man sagen, sagen, das das Argument Argument für für eine eine Demand Demand Curve Curve ist ist der der Preis. Preis. Und Und der der Output Output der der Demand Demand Curve Curve ist ist der der Demand Demand in in Stückzahl. Stückzahl. Es Es ist ist aber aber immer immer genau genau andersrum. andersrum. Die Die Y-Achse Y-Achse ist ist immer immer der der Preis, Preis, ist ist immer immer irgendwie irgendwie die die Einheit Einheit in in Währung Währung und und unten unten ist ist immer immer die die Einheit Einheit in in Stückzahl. Stückzahl. Und das führt dazu, dass wenn ich jetzt ein Textbuch lese, dass dann da von horizontalen Kurven gesprochen wird und da muss ich mir im Kopf immer überlegen, okay, was sie damit meinen, ist eine Treppenfunktion oder eine Delta-Funktion, weil es genau andersrum ist. Was bei denen horizontal ist, ist bei jedem normalen Naturwissenschaftler genau andersrum. Das geht von unten nach oben, straight durch und so. Und das macht aber, da wird man richtig bescheuert. Und dann auch mit den Preiselastizitäten, das sind ja im Prinzip partielle Ableitungen. Und da muss man immer im Kopf den Kehrwert bilden, wenn man das sozusagen
normal sich überlegt, als jemand, der schon mit viel mit Gleichungen zu tun hatte. Ne, weil ich denke, nehmen wir mal an, wenn man anfängt, Ökonomie zu studieren, dann fällt einem das gar nicht auf, weil man das ja nie gemacht hat anders und dann ist das normal. Aber für jemanden, der von außen reinkommt, ist das hochgradig verwirrend. Also das ist einfach nur so ein, ja, ich weiß auch nicht. Ich verstehe nicht, also noch verstehe ich nicht, warum das historisch so gewachsen ist. Es ist das eine, dass es auch schon falsifiziert ist, aber es ist vor allem auch das andere, dass es logisch inkonsistent ist. Ich würde ja wenigstens annehmen, okay, egal wie blöd das Modell ist und egal wie unrealistisch und wie schlecht es auf die Realität drauf mappt, es müsste wenigstens konsistent sein. Aber wenn man auch noch zeigen kann, dass es mathematisch inkonsistent ist, dann ist es wirklich, wirklich schlecht. Und, ja, das ist ja auch das, was Steve Keen sagt. Er sagt, der rantet ja in seinem Buch auch ständig über die Uni und dass man da total weggemobbt wird von anderen, wenn man irgendwie sagt, das ist hier nicht ganz richtig und so, dann kann man keine Paper veröffentlichen, weil die großen Journals sind das quasi eine Sekte und da wird man erstmal einfach nicht im Club dann. Und er publisht ja in irgendwelchen Physics Review A und so. Da publisht er ja seine Paper, weil die das wenigstens annehmen, wenn er da irgendwie Mathematik betreibt. Aber sonst wird er da überall rausgeekelt. Und dann sagt er auch, dass irgendwie die Widersprüche, die es ja sehr wohl bekannt sind, innerhalb der Neoklassik auch, weil die Samuelsen oder auch der Stiegler, die irgendwie vor 70 Jahren Paper darüber geschrieben haben, diese Widersprüche schon aufgedeckt haben und dann aber versucht haben, sie wieder kleinzureden. Also sie haben entdeckt, dass die Theorie inkonsistent ist und dann aber einfach mit Prosa drüber gebügelt und gesagt, naja, das geht deswegen und deswegen und deswegen und damit sind alle zufrieden. Und er meinte, dass höchstens irgendwelche Postdocs oder irgendwelche Doktoranden vielleicht mal im Studium selber drauf gestoßen werden mit der Nase, dass hier Probleme eigentlich in der Theorie, also in der ganz am Anfang schon bei den Grundannahmen, dass da Inkonsistenzen drin sind. Ne? Und das Problem ist natürlich, wenn du irgendwie 20 Jahre investest in irgendeine Theorie, dann möchtest du auch hinterher gar nicht mehr erfahren, dass das alles irgendwie eigentlich inkonsistent ist. Also bei der Nachfragekurve ist es so, man versucht, ich weiß gar nicht mehr, wie da die Grundannahmen waren, aber es kommt am Ende raus, dass Samuelsen selbst, also das ist ja eh so ein Typ, der hat ja unendlich viel Output, der hat ja auch letztens noch irgendwie ein Buch mit Co-Autorschaft gemacht, aber der hat irgendwie vor 70 Jahren schon Paper geschrieben. Das heißt, der muss unfassbar alt sein, der Mann. Und der hat rausgefunden, damals, dass wenn man wirklich minimalen Ansatz an Annahmen macht, immer zu Inkonsistenzen bei der Nachfragekurve kommt. Das bedeutete für ihn sowas wie, alle Engelkurven müssen lineare Funktionen sein. Sie müssen parallel sein. Und eigentlich müssen sie auch alle durch denselben Punkt gehen. Und das bedeutet im Prinzip, es gibt nur ein einziges Produkt und es ist... wie nennt er das? Homothetisch. Homothetisch, genau. Ein homothetisches Gut. Das ist das, was direkt proportional mit dem eigenen Ankommen anwächst im Konsum. Ne? Also wenn ich 100 Euro verdiene, muss ich 100 Euro ausgeben. Wenn ich 200 Euro verdiene, muss ich 200 Euro für dieses Konsumgut ausgeben. Es gibt nicht ein Produkt, was auf dieser Welt so ist. Ne? Das heißt, die Theorie für die Nachfragekurve. Und das ist die einzige, und es war so, was sie eigentlich zeigen wollte, die Neoklassik ist, dass das Gesetz der fallenden Nachfrage gilt, ne? Dass du eine, egal wie geartete, auf dem Marktaggregat-Level Demand-Curve finden kannst, die immer monoton fällt. Das war eigentlich das, was sie zeigen wollte, die Neoklassik. Und sie hatte geschafft, es nicht zu zeigen. Was aus der eigenen Theorie rauskam, ist, dass die Nachfragekurve eigentlich eine beliebige Funktion sein kann. Es muss nicht mal eine Funktion sein. Sie kann sogar uneindeutig sein. Selbst das ist möglich. Das heißt, es ist komplett, also aus der Theorie kommt heraus, dass es komplett nutzlos ist. Und das Gesetz der fallenden Nachfragekurve innerhalb der Theorie nicht gezeigt werden kann. Er hat dann 40 Jahre später noch in irgendwelchen anderen Büchern geschrieben, dass alles cool ist. Dass es überhaupt gar kein Problem sei. Und dass die Neoklassik... vielleicht so ein paar Struggles hat, aber das ist jetzt, das täuscht nicht darüber hinweg, dass das Gesetz der fallenden Nachfrage auf jeden Fall basierte Grundlage ist und dass sie auch richtig ist. Ne? Und das kann man erstens nicht beobachten in der echten Welt und zweitens kommt es aus der Theorie nicht raus. Ich glaube tatsächlich, Anwar Schaik hat ein Modell, in dem das rauskommt. Dass auf Aggregat-Level, dass er fallende Demand-Curves hinkriegt. Aber da, soweit bin ich noch nicht.
Einmal Schalk ist auf jeden Fall ein richtig krasser Nerd, der hat Ahnung von Mathe und der versucht es sozusagen nochmal ordentlich zu machen. Anwar Schalk ist ja auch der Typ, der in seinem Studium schon dieses Humbug-Paper geschrieben hat. Ja, also generell in diesen, dadurch, dass die Neoklassik definitiv aktiv nur versucht zu verhindern, zu zeigen, dass die Wirtschaftswissenschaften eigentlich eine Sozialwissenschaft sind und dass Marx irgendwie recht hatte, das versuchen sie ja die ganze Zeit nur zu widerlegen. Darum geht es. Das ist das einzige Ziel. Es geht nur darum, kapitalistische Ideologie zu verbreiten und sie als Wissenschaft zu tarnen. Und ja, dadurch, dass sie das so krampfhaft versuchen, bauen sie sich ständig eigene Fallstricke, in die sie dann reinlaufen. Na, also du kannst ständig beobachten eigentlich, dass an den, wenn du in der echten Welt irgendwas versuchst zu messen, was irgendwas mit Wirtschaftswissenschaften zu tun hat, dass dann eigentlich immer die emergenten Properties, die aus sozialen Wechselwirkungen emergieren, irgendwie gemessen werden können. Zum Beispiel die Tatsache mit der Einkommensverteilung zum Beispiel. Da ist das auch so, ne? Also man würde irgendwie erwarten, okay, Humankapital bringt was. Wenn man länger auf der Schulbank sitzt, dann hat man später mehr Kohle oder so, ne? Aber all das kann man nicht beobachten. Das ist nichts, wo man Korrelationskoeffizienten deutlich an 1 ran messen kann, sondern die liegen alle so bei 0,3 oder so. Und erst wenn man feststellt, okay, es gibt genau eine Sache, die korreliert mit dem Einkommen, nämlich die Anzahl der Leute, die du unter dir hast. Das heißt, über die du Gewalt ausüben kannst. Das ist das Einzige, was damit korreliert mit deinem Einkommen. Dann stellt man fest, okay, wir leben offensichtlich in einer sozialen Hierarchie. Und das gilt auch für Einkommensverteilung. Na, das sind so Sachen, die kommen dann raus, wenn man das mal versucht zu messen. Und dann könnte man anfangen und ansetzen, okay, finde ich eine, ja, weiß ich auch nicht, finde ich ein mathematisches Modell, was das besser beschreibt. Was es auf jeden Fall nicht macht, ist Neoklassik. Die funktioniert da nicht. Die kann überhaupt nichts. Ne? Sie kann nichts predikten und sie ist logisch inkonsistent in sich selbst. Der Struggle besteht schon darin, dass die Wirtschaftswissenschaft in dem Fall immer alles probiert, auf Kosten, also beziehungsweise auf die Einheit Geld abzubilden. Und da muss man ganz klar sagen, okay, das ist eine oberflächliche Metrik. Die reduziert die Komplexität des eigentlichen Problems so weit, dass sie nicht mehr belastbar ist. Also, dass man da keine belastbaren Schlüsse mehr rausziehen kann. Das ist meine Erklärung, warum das nicht funktioniert. Ne? Und du hast dann halt, ja, es fängt ja schon damit an, dass du die Produktivität eines Menschen überhaupt, wenn überhaupt nur im Vergleich zu jemandem anderes hinschreiben kannst, der genau dieselbe Tätigkeitsaufgabe hat irgendwie. Na, also zum Beispiel ein Apfelpflücker. Den kannst du mit einem anderen Apfelpflücker vergleichen, auf der gleichen Plantage zum Beispiel. Da könnte man ansetzen und sagen, okay, die kann ich miteinander vergleichen. Was ich überhaupt nicht vergleichen kann, ist jemand, der in irgendeiner bei Tönnies arbeitet und Wurst dreht, mit jemandem, der Klavierstücke aufnimmt. Ich kann die beiden nicht vergleichen. Und die Wirtschaftswissenschaften sagt, ich kann sie sehr wohl vergleichen, denn ich gucke mir nicht ihren Output an, sondern ich gucke das an, was sie am Ende für Kohle machen. Und dann tun sie so implizit, als wäre das mit der Kohle ein naturwissenschaftliches Prinzip dahinter, was nichts mit menschlichen und sozialen Strukturen zu tun hat. Das ist aber genau falsch. Ja, Denn wir aber beobachten ja, dass sozusagen Leute, die übelst am Grinden sind und richtig knochenschwere Arbeit machen, viel schlechter entlohnt werden als Leute, die ja, irgendwelche Bullshit-Jobs machen. Sie bilden es am Ende die Produktivität auf Kohle ab und nicht auf das, was man eigentlich unter Produktivität verstehen würde, nämlich sowas wie, wie viele Äpfel pro Stunde hast du gepflückt eigentlich? Oder wie ist das Integral deiner, was auch immer, Produkte über eine Arbeitssession oder so, ne? Man müsste ja irgendwie eine Metrik finden, die das macht. Und sie sagen einfach, okay, wir können die nicht miteinander vergleichen. Jemand, der Radiergummis herstellt, kann man nicht vergleichen mit jemandem, der im Zirkus arbeitet. Das heißt, wir bilden es einfach auf ihren Lohn ab. Der Witz ist aber, vorher wird schon reingesteckt, dass der Lohn, den sie verdienen, damit zu tun hat, wie produktiv oder wie viel Humankapital da drin steckt. Das ist wenn überhaupt eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber es ist eigentlich Ideologie. Ne? Und weil die Wirtschaftswissenschaften sich dagegen sträuben, eine Sozialwissenschaft zu sein, deswegen entwickelt sich da auch nichts weiter. Ne? Also ich denke, man sollte es tatsächlich einfach splitten. Man sollte die Wirtschaftswissenschaften, wie bei der Psychologie auch, es sollte Fakultäten geben an der Uni, die sind bei den Naturwissenschaften eingeordnet. Bei Psychologie gibt es das. Das sind dann die, die vor allem Messungen machen und eher in Richtung Neuro gehen. Und dann gibt es die Laberwissenschaften bei Psychologie, die machen dann halt eher irgendwie Textbook und Sprachtherapie und so.
Und dann kann man das miteinander verbinden. Und so wie bei theoretischer und experimenteller Physik sollte man das trennen können. Und in den Wirtschaftswissenschaften sollte es das auch geben. Es sollte theoretische Wirtschaftswissenschaften geben, die machen mathematische Modellierung und vielleicht Machine Learning und solche Sachen, Data Science und Emergenz und Vernetzung und Kybernetik, so als, so würde ich mir das vorstellen. Und dann hast du den Laberfachbranch davon und das sind, die sind dann in den Geisteswissenschaften, in den Humanwissenschaften konkret drin. Wahrscheinlich so Anthropologie, Soziologie, so würde ich mir das vorstellen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wir beobachten, es gibt Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, die machen ihr eigenes Ding. Und alles, was rauskommt, der komplette Output, ist inkonsistent und vollgeladen mit Ideologie. Ich beobachte, dass die ihr eigenes Süppchen kochen und überhaupt nicht kontrolliert werden in ihrem Output. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein, dass die seit 70 Jahren ihr eigenes Süppchen kochen und nur Bullshit produzieren. Wirklich. Also das ist nicht nur gefährliches Halbwissen. Es ist wirklich Propaganda. Ich bin soweit zu sagen, die Wirtschaftswissenschaften sind die gefährlichste Sekte dieses Planeten, weil sie den größten Einfluss haben. Die sind noch schlimmer als die christliche Kirche. Das ist so witzig, ne? Also ich habe irgendwie das so verstanden, dass die Neoliberalen dann Überhand gewonnen haben. Dann kam Thatcher und Reagan und die haben im Prinzip erstmal die Zinsen angehoben. Ja, so stelle ich mir das auch vor. So stelle ich mir das auch vor. Und das Ding ist halt, weil wir ja eigentlich, weil die Wirtschaftswissenschaften meiner Meinung nach ja eine Sozialwissenschaft sind, muss man das sozusagen aus dieser Linse betrachten. Was ist da passiert? Naja, du hattest immer da, also ich finde ja, der Kapitalismus und die Märkte funktionieren immer gut in dieser Phase, wo Märkte erschlossen werden und sozusagen die zweite Ableitung positiv ist, ne? Wo sozusagen überall Wachstum ist und alles geht ab. Sodass du als Boomer damals, egal ob du, also wenn du unzufrieden warst in deinem Job, konntest du einfach kündigen und woanders anfangen. Weil du überall einen Job bekommen hast, weil alle Leute gesucht haben und weil es immer was zu tun gab. Quasi die Volkswirtschaft als Maschine, als Regelungstechnik war am Arbeitspunkt. So würde man das nennen. Ne? Also der Wirkungsgrad war maximal. Du konntest immer was tun und alle hatten was davon und du hast auch immer Geld dafür bekommen und konntest dir irgendwie dann am Ende ein Haus davon kaufen und was auch immer. Und das führt aber dazu, dass Leute widerspenstiger werden und aufmucken und Sachen hinterfragen, wenn es ihnen zu gut geht. Du hast wahrscheinlich in der Demokratie beobachtet, dass alles irgendwie sich viel zu gut entwickelt gegen die Interessen von einigen wenigen großen Machthierarchien und Konzernen. Ja? Und die Abhilfe dafür ist natürlich eine Krise erzeugen. Und die Krise wurde dann final dadurch erzeugt, dass sie den Zins angehoben haben und dann im Prinzip direkt und das ist natürlich kompletter Müll. Ne? Das, da habe ich ja jetzt auch diese Erhebung gefunden, wo sie irgendwie die letzten 70 Jahre oder so analysieren von den von den Ländern auf der Erde, die 95% des BIPs ausmachen, also die größten Länder, fast alle. Und dann haben sie einfach alle Daten genommen, die sie gefunden haben über diese Länder und gesucht nach der Korrelation, dass die Ausweitung der Geldmenge was mit der Inflation zu tun hat und sie haben es nicht gefunden. Ne? Es gab sogar 9 Fälle, wo das Gegenteil passiert ist. Wenn die Geldmenge nicht schnell genug gewachsen ist, kam Inflation. Ja, also ja. Milton Friedman wurde nicht nur falsifiziert, sondern also es ist ganz schlimm. Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo man das beobachten könnte. Und natürlich wird in dieser Weltsicht, dass die Wirtschaftswissenschaften eine Naturgesetz irgendwie abbilden oder versuchen zu finden, wie gesagt, völlig ausgeklammert, dass es sich um soziale Hierarchien handelt. Und natürlich wird komplett ausgeblendet, dass es ein reines auf Vertrauen basierendes System ist. Und wenn Ratingagenturen einfach mal sagen, jetzt ist irgendwas und wir raten das jetzt runter, das hat Impact. Das ändert was. Auf der echten, realen, Schiene für, was weiß ich, die Währung eines Landes oder so. Und wenn du irgendwie ewig lang, was auch immer, wenn du ein System hattest, wo sich alle eine Geschichte erzählt haben, von wegen, jetzt fangen wir an, hier zu arbeiten und wir haben wenig Arbeitslosenquote. Und was weiß ich, zum Beispiel habe ich letztens eine Doku gesehen, wo auch Adam Tooze drin vorkam, der über Nazi-Deutschland erzählt hat. Weil Nazi-Deutschland war ja voll am Arsch, ne, nach der Inflation. Und alles, was es brauchte,
das ist jetzt meine Schlussfolgerung, war einfach nur eine Geschichte, damit die Leute anfangen zu arbeiten und gezielt zusammen was machen. Und dann hat Adolf Hitler, also er ja nicht, aber sein komischer Berater, der, ich weiß, habe den Namen vergessen, im Wirtschaftsministerium, der hat Fiat-Geld erfunden, über einen Umweg. Der hat einfach eine Geschichte erfunden, die so ähnlich war wie Fiat-Geld, also im Prinzip das, was Nixon auch gemacht hat, über Schuldscheine auf einmal Bargeld gedruckt und dazu geführt, dass alle wieder Vollbeschäftigung hatten. Und dann hat er halt das gemacht, was wir schon wissen, ne? Autobahn gebaut und so ein Scheiß. Und das hat funktioniert. Denn, also es hat im Fall von Deutschland funktioniert, denn die Ressourcen waren ja da. Deutschland hatte ja Kohle, Deutschland hatte Metallbau, wir hatten alles da und deswegen hat es funktioniert. Ne? Solange jemand sich eine Geschichte erzählt, die dazu führt, dass Leute ins Machen kommen, dann funktioniert es auch. Wenn du quasi die materiellen Voraussetzungen nicht hast, dann bringt dir auch Fiat-Geld nichts. Aber ich finde, die Schlussfolgerung daraus ist eigentlich, es ist wirklich ein soziales System. Wenn man eine soziale Geschichte hat, die funktioniert, dann kann man auch in den Zahlen hinterher, sozusagen auf den wirtschaftlichen Metriken auf einmal erkennen, dass es funktioniert. Dahinter ist keine Zauberei und es ist vor allem kein Naturgesetz, sondern es ist einfach nur eine Geschichte, die erzählt wird. Ne? Und so ist es mit den Ratingagenturen auch. Wenn die Ratingagenturen deine Währung des Landes runterrenken, dann kommt Hyperinflation. Und dann sind die Staaten gezwungen, Geld zu drucken. Ja, das ist aber eine Korrelation. Der kausale Zusammenhang ist wahrscheinlich genau andersrum. Und die monetäre Theorie sagt ja vor allem, es ist genau andersrum. Der kausale Zusammenhang ist, wenn du Geld druckst, dann führt das zu Inflation. Und so Bitcoin-Bros erzählen diese Lügengeschichte von Milton Friedman ja auch immer noch munter weiter. Ja, weil es auch in allen Medien erzählt wird. Also es ist ja egal, welchen Sender du anschaltest, egal. Das ist ja das, was ich meine. Mainstream-Ökonomen, das ist die schlimmste Sekte der Welt. Weil sie auch noch die Geschicke dieser Welt direkt an die Politiker weitergeben. Ne? Also die werden ja nur beraten. Politiker sind ja heutzutage nur noch Verwalter. Das heißt, sie haben entfremdet Bildung erfahren über wie manage ich etwas, ohne Ahnung von Inhalten zu haben. Das heißt, sie werden dann beraten von Leuten, die so tun, als hätten sie Ahnung von Inhalten. Und was am Ende dabei rauskommt, ist so ein Scheiß halt. Dass Hans-Werner Sinn überall seine Fresse in die Kamera reinhalten kann und irgendwas über Angebots- und Nachfragekurven quatschen kann. Kapitalisten gut können, das ist das Einzige. Der einzige Skill, den Kapitalisten gut haben, drauf haben, ist Marketing. Sie können richtig gut lügen. Und ich habe den Eindruck, Wirtschaftswissenschaften sind daraus emergiert. Wenn die dir an der Uni erzählen, dass sie Wissenschaftler sind, dann muss man sagen, okay, was für eine Wissenschaftsphilosophie steckt da eigentlich dahinter? Weil es ist erstens inkonsistent, zweitens falsifiziert. Das, was die da machen, ist Müll. Sie lügen. Und das Problem ist, es funktioniert so gut, weil die Leute, weil denen das gar nicht bewusst ist wahrscheinlich. Ich denke tatsächlich, den meisten ist es nicht bewusst. Das ist ja das Beste. Wenn du Leute hast, die nicht bewusst lügen, aber alles tun in deinem Sinne, dann hast du es geschafft. Die Rentiersklasse kann sich ausruhen, wenn sie eine Soldatenarmee hat von Leuten, die quasi mit dem Heiligenschein der Wissenschaft rumrennen, quasi in weißen Kitteln und anderen Leuten erzählen, sie sind Experten, sie wissen genau, was sie tun und sich ständig aber herausstellt, sie wissen überhaupt nicht, was sie tun. Und trotzdem sich das 70 Jahre oder so aufrecht erhält, und immer noch diese Lüge erzählt wird und überall diese FDP-Fratzen rumrennen, die entweder selber so einen Scheiß studiert haben oder sich von solchen Lappen beraten lassen und dann immer wieder diesen Müll erzählen. Und überall wird ihnen das, also das dürfen die machen, ne? Die kriegen keinen Flack dafür. Die werden nirgendwo unterbrochen, denen wird nicht ins Wort geredet, von wegen, das, was du hier erzählst, ist falsifiziert. Das, was du erzählst, ist Müll. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Du bist hier einer Ente aufgesessen, weil so muss man es ja sagen. Es sind ja wirklich echte Lügengeschichten. In den Textbooks von Samuelson steht ja da drin, das ist alles richtig cool. Der sagt, das ist gut, so wie es ist. Wir haben hier zwar kleine Problemchen, aber das ist überhaupt kein Problem. Das sagt er. In Wahrheit ist es aber ein Riesenproblem, denn die Theorie ist inkonsistent. Eine Theorie, die inkonsistent ist, mit der kann man nichts anfangen. Da kann man innerhalb solcher Theorien kann man beweisen, dass 1 gleich 0 ist und so. Also ja, dass Keynes und Marx wahrscheinlich Laberwissenschaften sind, das ist mir auch klar. Aber ihre Gedankengänge sind zumindest auf jeden Fall logisch konsistenter als das, was die Neoklassik macht. Ne? Und deswegen, ich denke, wenn man es mathematisieren will, dann muss man so rangehen wie Anwar Schaik. Und man hätte jetzt 70 Jahre Zeit dafür gehabt. Ne? Aber es ist eine Riesenzeitverschwendung, die diese Kirche der Neoklassik
quasi inquisitionell auf alle anderen draufschmeißt. Sie blocken ja aktiv den Fortschritt. Sie blocken ja aktiv alles ab, was in die Richtung geht, jetzt mal Erkenntnisse zu produzieren und es zu mathematisieren. Und nochmal, wahrscheinlich ist es, muss man das genau in diese, auf diesen beiden Ebenen machen. Man muss es auf der humanwissenschaftlichen Ebene machen, die anthropologisch, materiell, materialistisch irgendwie das versucht herzuleiten, wie es ist und wie soziale Strukturen emergieren. Und dann irgendwie die Verbindung herzustellen zu das, was ein Ingenieur Regelungstechnik nennen würde oder Biokybernetik oder ja irgendwie dynamische Systeme. Ne? Also es gibt ja sozusagen Wissenschaften, die sich ernsthaft mit allen möglichen Aspekten von Emergenz auf verschiedenen Leveln und Layern auseinandersetzen und auch mathematische Modelle dafür haben. Jetzt haben wir auch noch Data Science und Cognitive Science und Deep Learning und alle möglichen anderen lustigen Toolboxen und Spaßspielzeuge da, um noch mehr Verbindungen herzustellen und noch mehr zu verstehen. Und all das wird aktiv unterbunden durch Wirtschaftswissenschaften. Aber also ich gucke ja nur von draußen drauf. Ne? Ich sehe ja nicht, was intern wirklich passiert. Ich sehe nur, dass das Output nach wie vor sich nicht ändert, dass im Wesentlichen Wirtschaftswissenschaften dazu missbraucht werden, kapitalistische Ideologie zu reproduzieren und den Status quo zu erhalten. Es ist ein Instrument der Herrschaft. Das liegt wahrscheinlich daran, dass tatsächlich die Mathematik, die im Bachelor angewendet werden muss, so trivial ist, dass man wahrscheinlich nicht wirklich viel mehr machen muss. Man muss ja höchstens mal eine Ableitung machen. Ne? Ich habe ja eine Zeit lang Mathe-Nachhilfe gegeben und das meiste, was ich gesehen habe, ist lineare Optimierung. Das ist trivial, ne? Da liegt die Lösung immer auf dem Rand. Und das Schwierigste, was ich gesehen habe, ich weiß aber nicht, ob das ein Masterstudent war, der hatte irgendwie Fischer-Separationsansatz. Ne? Und das sind im Prinzip Lagrange Multiplier und Euler-Lagrange-Gleichung. Das hast du im Bachelor auch schon. Ja, okay, weil das sind ja partielle Differentialgleichungen. Ich weiß bloß nicht, ich hatte nicht den Eindruck, dass die wirklich daran interessiert sind, Differentialgleichungen zu lösen, sondern das war eher so eine, ich hatte den Eindruck, das waren so Übungsaufgaben, die den Studenten vermitteln sollen, guck mal hier, wir haben hier richtig tolle Symbole. Ich weiß nicht, ob die damit jetzt tatsächlich was gemacht haben. Machen die damit was? Mit Lagrange macht man auf jeden Fall was. Und, ja, bei Lagrange hast du ja immer, wenn du Funktionale irgendwie minimieren willst und Nebenbedingungen dazu. Ja. Da ist Lagrange erster Art, ist da super gedacht. Und an diesen Lagrange-Parametern kann man ja meistens, zumindest in der Physik, noch die Scheinkräfte ablesen. Ich nehme an, dass das wird dann in den Wirtschaftswissenschaften, haben diese Dinger auch Worte. Lambda, meinst du? Ja, genau. Ja, also das liegt daran, dass du diesen Formalismus, wenn du den erklären willst, dann brauchst du natürlich viel mehr mathematische Grundbildung, ne? Und das ist das, was du sagst, da fehlt einfach sozusagen, da fehlen die Mathevorlesungen, das glaube ich, dass das fehlt. Und das führt natürlich zu einem riesen Detachment, ne? Dass Leute, die das studieren, schon genau wissen, da gibt es das, diese Mathematik, aber davon habe ich keine Ahnung. Und das ist auch nicht schlimm, das ist offensichtlich gewollt, dass ich davon keine Ahnung habe. Am Ende interessiert ja nur, was auf meinem Zeugnis steht. Die Mathematiker haben sich ja vor ein paar hundert Jahren schon hingesetzt und das alles sich überlegt, wie man bestimmte Dynamiken beschreiben kann und so. Das gibt es alles. Es gibt das, bloß die Wirtschaftswissenschaften versuchen, das aktiv nicht zu benutzen. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass wenn du nach Generationen dieses Bildungssystems Professoren hast, die sich so sicher sind in ihrer Profession und nur noch diesen Status quo reproduzieren, dass es wirklich schwierig ist, nochmal neu zu starten. Ne? Oder zu sagen, wir müssen jetzt hier mal eine neue Denkschule aufmachen, die jetzt mal weggeht davon und mal versucht, es zu mathematisieren und das jetzt mal ernst zu nehmen mit der Mathematik. Na, und das ist das, was Steve Keen auch sagt. Steve Keen sagt, er kann eher mit Physikern darüber reden, weil die wenigstens Mathe verstehen und du kannst es den meisten Ökonomen gar nicht erklären, weil das zu kompliziert für die ist. Die schlichtweg verstehen Professoren die Mathematik, die eigentlich benötigt wird, gar nicht. Ich treffe mich übrigens am Montag, habe ich ein Gespräch mit einem Professor Jakob Kapeller. Der hat einen Lehrstuhl und so. Und ich sag dir, was bringt, wenn man Uni-Account mit einem Doktortitel hat, dann kann man Professoren anschreiben, dann reagieren die auch. Mit dem rede ich auf meinem Kanal demnächst. Und ich glaube, der basht auch die Neoklassik. Und der ist Professor, das heißt, der weiß, wovon er redet.